Sehr schön, wir sind wieder bei einem Plus. Nur unser Tresor sieht komplett kacke aus. Weil wir erstmal hier unten alles wieder auffüllen müssen mit Holzblöcken. So, Plattenpanzer, da ist das schon mal erledigt. Und ja, hier ist wirklich eine riesen Turmalinader. Die nehme ich gerne mit. So, der baut Betten und Tische und alles auf. Hier holen wir uns gerade Turmalin. Nicht wenig. So, mal sehen, wo gehst du hin? Du gehst hier drüben buddeln, okay. Das heißt, wir buddeln wieder einen Raum, wahrscheinlich mit Gnomen frei. Turmalin. Farbenfroher Stein, ja. Hallo. Forschung, Nahrung. Ein bisschen Eisen. Holz, Holz, Holz. Ein bisschen Silber. Noch mehr Holz. Gut. Na, die beiden sehen kampfbereit aus. Du brauchst noch ein bisschen, bis du 5 bist. Na, euch beiden kann ich mal ein bisschen nachhelfen. Und eigentlich müsste ich das Zimmer auch gleich mal auskleiden. Das Zimmer hier auch gleich mal mit Stein auskleiden. Da kann ich nicht, da ist ja eine Brücke. Warum kann ich da nicht? Weil ich nicht hinkomme. So. Gut, und jetzt noch Wände. Oh, das war nicht im Sinne. Gut. Der Raum ist verkleidet. Der Raum ist verkleidet. Hier bin ich noch nicht fertig mit Verkleiden. Fällt mir gerade so auf. Jetzt bin ich fertig hier mit Verkleiden. Ah. Okay. Ich habe genug Holz, um den ersten Holzblock hier unten zu setzen. Von 9 erstmal hier.
dann den hier. Also 10, das sind schon mal 2000 Holz, die ich hier unten brauche. Und dann nochmal 5 sind nochmal 1000 Holz. Und dann nochmal 5 sind nochmal 1000 Holz. Also 3000 Holz insgesamt muss ich hier unten verbauen. Naja. Hat Zeit, hat Weile. Ne, da drüben buddel ich nicht hin. Wenn, dann buddel ich als nächstes in den Raum hier rein, sobald wir hier oben einigermaßen fertig sind. Also an Stein wird es uns nicht mangeln. So viel Steinvorkommen, wie ich hier gerade schon wieder gefunden habe. Aber ja, das Turmalin. Bringt uns gerade so nicht in das Gebäude, in den Raum rein. Gebäude. Ja, guckt mal, hier unter dem Vorkommen ist auch nochmal Stein. Ja, wenn ich das Ganze, den ganzen Stein da mitgenommen habe, dann kann ich hier noch den Stein und dann kann ich hier alles dicht machen. So, meine Pflanzen sehen auch alle in Ordnung aus. Ich muss immer gucken, dass ich über 100 Holz habe. Oh. Nochmal Silber. Grab das auch gleich mal aus. So, wir haben Plattenpanzer, Militärspezialisierung. Kann ich mir erstmal sparen, da wir noch nicht auf die benötigten Ressourcen gestoßen sind, ist es wichtiger, die Wirtschaft voranzutreiben. Ja. Jetzt muss ich dich da rausholen. Wobei, hier kann ich eine Leiter benutzen. Dich kann ich zum Gelehrten machen. Dann brauche ich wieder Übungspuppen. Hier, dass die beiden üben können. Ach ja, da kann ich mir das Holz wiederholen. Gut, die trainieren. Ich sollte eigentlich mir noch einen Jungzwerg holen und den dann zu einem Fernkämpfer machen. Weil mit zwei Minern komme ich jetzt im Augenblick noch einigermaßen gut durch. Ist zwar etwas träge, aber es klappt. Ich kann hier sogar noch die Energiewellen sehen, wenn ich zu tief bin. Die Sachen abreißen bringt überhaupt nichts. Okay, wir haben einen Zwerg auf, einen Militärzwerg auf Stufe 10, das ist gut. Können wir auch so Risse im Boden abreißen? Nein. Nur Holzstümpfe, aber die bringen nichts. Oder hat der gerade was gebracht? Nee, das wird wahrscheinlich von den Arbeitern unten sein.
Okay, wieder eine sehr große Steinader. Und darunter Silber und Turmalin. Ich könnte hier theoretisch so eine große Zwergenstatue reinsetzen mal. Das würde mir mehr Beliebtheit geben mit dem ganzen Stein, das ich habe. Rentiert sich das, weil die gibt 10 Beliebtheit zu einer Statue. So. Weil ich nehme, krieg hier noch Stein raus, ich krieg hier noch Stein raus und ich war schon wieder fast am Limit. Die Statue schon, obwohl sie noch gar nicht gebaut ist. Das wäre cool. Ob es wahrscheinlich nicht besser ist, wenn ich ihn hier gleich zum Militärzwerg mache und trainieren lasse und die beiden irgendwie außen vor lasse. Weil der trainiert, glaube ich, als Militär schneller. Genau. Und wenn er Stufe 5 ist, wird er Fernkämpfer. Weil auch wenn sie manchmal rumspacken, sie sind ziemlich gut, die Fernkämpfer. So, er pennt mal wieder, also kann ich die beiden ruhig trainieren lassen. Und kann hier den letzten Block hier auffüllen. Da sind schon mal 3 weg. So, sobald der ausgeschlafen hat. So, dann muss doch das hier ausgehoben werden. Und die Steine, da können wir schon mal hier drüben dicht machen. Okay, ist schon mal Stufe 4. Ihr beide hängt da etwas fest. So, sehr gut. Mal gucken, ist das eine Turmalinader oder ist das nur ein einzelnes Vorkommen? Scheint nur ein einzelnes Vorkommen zu sein, aber es gibt viel Silber noch hier. So, du reißt mal hier ein. Also die Leiter reißen wir hier ein. Können wir die auch gleich einreißen. Na komm. So. Da ist noch ein bisschen Silber. Dann kann die Leiter hier noch weg. So, dann kann ich den Stein zum Ausbuddeln freigeben. Kann mir die beiden dann schnappen. Okay. Holt mir den Stein hier noch. Ja, ich bin gierig, aber die beiden halten noch ein bisschen durch. Ach, kommt schon. Kann der Stein hier hinten hier nicht mal aufhören?